Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch hier, dich zu meinem neuen Video und zwar zu einem besonderen Video. Es ist immer ein besonderes Video, aber wir Mädels haben wieder eine schöne Idee gehabt, die liebe Leila. Ja, wir haben eine Mutteraktion und Muttertagsaktion, besser gesagt, zum Muttertag für die Mamis und jeder macht auf seine Art irgendeine Geschichte vorlesen, vielleicht so wie ich, und jemand was backen, jemand was basteln, und so ergeben sich wunderschöne Ideen. Die Mädels, die mit dabei sind, verlinke ich hier in der Beschreibung und ansonsten hier auch im Video. Ja, habt viel Spaß mit dem Video und danke, dass du oder ihr eingeschaltet habt. So ihr Lieben, ich lese euch hier ein Gedicht vor, weil ich bin nicht so perfekt im Backen und Basteln, habe ich jetzt auch keine Zeit gehabt, aber ich habe ein wunderschönes Gedicht gefunden und ich finde, das passt so für eine Mama oder für alle Mamis hier draußen. Ja, ich lege mal los. So, das heißt Mama. Ein Herz, das betet, ein Herz, das singt, ein Herz, das die Sonne nach Hause bringt, ein Herz, das sich kümmert, ein Herz, das liebt, ein Herz, das sich opfert und immer zugibt, ein Herz, dessen Tag vor der Sonne beginnt, das ist mit Freude sein mühsames Tagwerk verbringt. Ein Herz, das ständig auf Gutes bedacht. Ein Herz, das bei allen seinen Pflichten noch lacht. Ein Herz, das erst ruht, wenn alles geschafft. Wenn nötig, auch manchmal die Nächte durchwacht. Ein Herz, das uns lehrt, wie man selbstständig wird. Wie man kocht, backt und putzt und das Haus dekoriert. Ein Herz, das zuerst Mann und Kindern gehört. Es macht das Zuhause zum Wohlfühlort. Entschuldigung. Ein Herz, das vor die Lieben aller kennt, das Anteil an kindlichen Freuden nimmt. Ein Herz, das Klima im Auge behält und Wärme versprüht, wenn die Anzeige fällt. Ein Herz, das den Frieden zu stiften versteht, das Einigkeit schafft, wo mal Zwietracht entsteht. Ein Herz, das die Not ihrer Kinder sieht, sie aufrichtig tröstet und Ratschläge gibt. Ein Herz, das sich nichts zum Geburtstag wünscht, außer dass die Kinder gehorsam sind. Ein Herz, das Gott folgt und ihm sich freut, sich von Gottes Wort näht, geistlich wächst und gedeiht, das die Bibel studiert und zu jedem Moment das passende Wort aus derselben kennt. Ein Herz, das ermutigt trotz eigenem Schmerz, so ist es, das goldene Mutterherz. Ja, ich fand das richtig, richtig schönes Gedicht. Also es war richtig fantastisch und so wunderschön. Da habe ich gedacht, das spricht einfach, ja, jede Mami an. Ja, und deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt für alle Mamis einfach, weil eine Mama zu sein ist wirklich nicht einfach. Sie ist 24/7 für einen immer da und egal wie groß das Kind ist, ob das jetzt klein ist von Geburt an, ob das schon ein paar 40 Jahre alt ist und älter, derjenige, der noch eine Mama hat, das ist wunderschön und die Mama bleibt bis zu Ende ihrer Tage
eine Mama, wie gesagt, egal wie das Kind alt ist. Und ein Papa kann auch immer, ne, lieb und nett sein und helfen und machen. Aber man kann, finde ich, mit einer Mama, ne, mit dieser Kraft, Mut, wie es auch in diesem Gedicht steht, und Tränen in den Augen, die Mama wacht immer über ihr Kind und sie ist immer für den da. Ja, also allen Mamis hier draußen, alles, alles Liebe, bleibt gesund, an alle Frauen einfach, gesund bleiben, viel Kraft euch, ja, wir sind die Stärksten sowieso, wir Frauen, und wir schaffen das. Euch wünsche ich einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe. Und ja, hoffe, das Video oder mein Gedicht hat euch ein bisschen gefallen. Freue mich über eure Däumchen nach oben, natürlich über eure Kommentare. Und ja, die Mädels verlinke ich, wie gesagt, in der Beschreibung. Jeden Tag kommt ein Video raus. Und Xenia hat keine Worte mehr dazu. Wünsche euch alles Liebe. Bis morgen, bis zum neuen Video. Eure Xenia.